Weiß man, eigentlich macht es keinen Sinn, weil eine Durchwanderbarkeit dieser Donau endet 7 Kilometer weiter oben und eine Qualitätssenkung ist nur in einem ganz kurzen Stück im sogenannten Tuttlinger Schlauch zu sehen, dass das Wasser nicht so optimal ist. Hier ist es super gut und deshalb machen wir auch Aktionen auf der Donau. Wir machen Aktionen, die es schon gibt. Zum Beispiel am 23. Juli freuen wir uns ganz groß, dass die Tuttlinger Sportfreunde, der Markus Eitel ist da, von den Triathleten, hier wieder in der Donau schwimmen werden. 23. Juli, Sonntag, total guter Tag für mit der Familie mal den Schwimmern vom TSF oder den Triathleten vom TSF dann beim Schwimmen zuzusehen. Aber wir haben noch jede Menge andere Veranstaltungen. Zum Beispiel rufen wir den Donnerstag zum Donautag aus. Donnerstag ist Donautag. Wir werden jeden Donnerstag mindestens bis zu den Sommerferien, am besten noch drüber hinaus, hier sein, Unterschriften sammeln, Aktionen machen und den Leuten erklären, was wir wollen, wo wir hin möchten. Wir haben das zusammen erarbeitet, also wir, das ist eine Gruppe, die sich um die Aktionen kümmert, der Michael Mayhack, der versucht hier gerade unser großes Banner, unser schwimmendes Floß festzumachen, der Thomas Hauser von der DLRG, der Frank Göller vom THW, aber auch von Run and Fun ist der Thomas Weizenegger und der Bernd Ausländer dabei. Und wir haben uns eben, wie gesagt, diese Aktionen überlegt, die auch alle auf der Webseite zur Verfügung stehen. Viele sind schon relativ weit geplant. Bei den meisten brauchen wir aber noch Unterstützung. Deshalb auch ein Aufruf an Sie. Kommen Sie nachher bitte auf mich zu. Ich möchte helfen. Ich möchte es auch unterstützen. Meine Unterschrift habt ihr schon, aber ich möchte auch meine Hände schmutzig machen oder ich möchte mit Leuten reden oder ich möchte irgendwie was machen, dass diese Donau in Tuttlingen so erhaltenswert und erhalten bleibt. Ich möchte Ihnen jetzt noch ein paar kurze Informationen oder ein paar Daten schon mal geben, was wir vorhaben. Zum Beispiel kennen Sie bestimmtes Nahbader in Ulm, wo auf Gummibooten die Donau beschwommen wird. Da freuen wir uns, dass die jungen europäischen Föderalisten, da der Johannes Schramm gesagt haben, sowas möchte ich auch in Tuttlingen machen, planen wir am 19. August. Der Florentin Stemmer, der hier vorne mit seiner Kamera steht, mit dem habe ich auch gesprochen, der will Magie auf die Donau bringen, hat mit seinen Freunden im magischen Zirkel gesprochen und möchte hier auf einer schwimmenden Bühne, die wir zusammen mit Run and Fun bauen werden, Magie auf die Donau bringen. Außerdem wird er natürlich mit TV Tut immer wieder unsere Aktionen dokumentieren, wie er es jetzt auch schon macht, damit das auch aufgezeigt wird und wir dauerhaft immer wieder Leute ansprechen können, zeigen können, warum diese Donau so erhaltenswert ist. Wir werden Stadtführungen an der Donau machen, werden Fotos oder Bilder zeigen, wie es früher war. Der Matthias Schwarz hier auf dem Steg hat sich da angeboten, ist Stadtführer der Stadt Tuttlingen und möchte hier den Leuten zeigen, worum wir kämpfen. Der Akdemir hat hier vorne sein Handy schon aufgezückt. Er hatte eine ganz tolle Idee, ist zu mir herangekommen. Er hat Motorboote, kleine ferngesteuerte Motorboote und möchte da Kindern die Möglichkeit geben, hier auf der Donau Bötchen zu fahren. Werden wir immer mal wieder donnerstags machen und immer, wenn das Wetter passt. Das wird eine ganz tolle Sache. Also für diese Themen sind schon geplant, da brauchen wir aber auch noch Unterstützung. Das kann man auf der Webseite mit einem Button einfach machen, ich möchte unterstützen. Aber wir suchen auch, wir haben ganz viele Ideen, die auch in der Schublade liegen, wo wir noch Leute brauchen, die das vielleicht mit organisieren. Das zum Beispiel, wer sich erinnert, beim Stadtfest hatten wir mal eine Zeit lang Donau sucht, ein Bootsbauwettbewerb, wo wir ganz tolle Boote, der Herr Kamm und ich waren in der Jury damals, gesehen haben, wo Vereine, Freundeskreise, Boote gebaut haben, das ganz tolles Bild gegeben hat, das wir wieder aufleben lassen wollen, zum Beispiel beim Stadtfest. Oder auch Schülerbootsrennen gab es immer mal wieder. Das wollen wir auch gerne wieder aufleben lassen. Wir brauchen aber Leute, die uns helfen sollen. Kommen Sie auf mich zu. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere sagt, ja, da würde ich mich gerne einbringen. Das mal soweit von mir. Wenn Sie irgendjemand fragt, ja, was war denn da heute Abend? Nehmen Sie eins mit. Unterschriftenlisten gibt es in der Stadt und online und jeden Donnerstag mindestens bis zu den Sommerferien ist jemand hier am Golem und sammelt Unterschriften, informiert. Geben Sie es weiter, erzählen Sie es jedem, den Sie kennen, wenn Sie wollen, dass diese Donau so erhalten bleibt. Wir kämpfen dafür, wir sind jetzt seit 5 Wochen eben dran, das zu machen und
Es ist unglaublich, wie viele Leute sich mit uns unterhalten und diese Aktion unterstützen wollen. Geben Sie es weiter, würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Stadt ist Leben. Stadt ist nicht nur Stein, nicht nur Natur, nicht nur Wasser, sondern Stadt ist Leben. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Herr Ginzel, bei Ihnen, Herrn Schengelin, bei allen, die heute hier sind, die im Grunde sagen, das Leben, das sind wir. Und wenn ich Sie aus dem Rathaus grüße, dann mache ich das herzlich gern an dieser Stelle, weil wir stehen hier auf der Stadtbühne. Und es braucht immer Menschen, die diese Bühne bespielen, die das Programm vorgeben, die im Grunde auch das Potenzial, das eine Stadt bietet, nutzt. Und natürlich sind alle Tüttlinger, zumindest die ich kenne, seit ich hier bin, seit 11 Jahren, stolz auf den Brunnerpark. Und ganz, ganz viele sieht man, schätzen diese einmalige Kulisse, dieses Bild, das hier inszeniert wird. Und natürlich ist das nicht das Bild eines fließenden Flusses. Da müssen wir ja gar nicht schwätzen. Sondern es ist ein Teil einer Donaulandschaft, die sehr unterschiedlich gestaltet ist, mit unterschiedlichen Qualitäten, mit unterschiedlichen Defiziten auch, an unterschiedlicher Stelle. Und es wäre absolut fatal, wenn die Donau überall gleich aussehen würde. Sondern die Donau lebt davon, und ich habe es gerade erzählt, ich war heute am Internationalen Tag der Donau auf einer Wanderung an einer Stelle, die mir besonders gut gefällt. Die hat momentan überhaupt kein Wasser. Also jeder, der hier momentan von Immendingen nach Tüttlingen der Donau entlang läuft, stellt plötzlich fest, diese Donau macht sich aus dem Staub. Die ist einfach nicht mehr da. Die verschwindet im Untergrund. Nur noch Steine. Ja, soll man das jetzt zubetonieren? Soll man im Grunde sagen, nein, das Wasser muss hier bleiben? Das wäre ja doch fatal. Sondern wir akzeptieren dieses natürliche Phänomen, und auch aus diesem Phänomen kann man sehr viel mehr machen. Deshalb bin ich, wenn Sie so wollen, seit langem dabei, weil das war die erste Stelle, die ich überhaupt hier kennengelernt habe. Ich habe mich auf den Weg gemacht aus Ulm, Neu-Ulm, wo ich 25 Jahre gelebt habe, an die Donauquelle. Und war natürlich in Donaueschingen, wir waren Schwarzwald, aber ich war auch an dieser verrückten Stelle der Donauversicherung und war einfach mehr begeistert und habe nicht verstanden, wieso das viele Möhringer gesagt haben, das stinkt doch nur. Was hat das jetzt mit unserem Stau hier zu tun? Es hat damit zu tun, dass Menschen sich identifizieren über Emotionen, über Orte, über Geschichten, über Erzählungen. Und wir haben hier keine Stadtmühle mehr, wir haben auch keine Gerberei mehr. Und ich glaube, wir sind froh, dass wir keine Gerberei mehr haben, weil es hat verdammt gestunken. Das Wasser war übel, dreckig. Und eine Mühle, gut, die hätten wir vielleicht noch gern gehabt. Wir haben sogar auch mal diskutiert, ob wir hier wieder eine Turbine einbauen. Aber da haben im Grunde uns alle Techniker gesagt, ja, könnt ihr machen, aber ihr werdet da kein Geld verdienen, ihr müsst eher welches mitbringen. Also auch das wäre eigentlich nur eine romantische Geste. Wenn die Mühle noch da wäre, würden wir sie sanieren, das ist doch keine Frage. Käme keiner auf die Idee, diese Mühle abzubrennen, sondern die wäre Baudenkmal. Und das Fatale ist, dass wir jetzt eigentlich seit 5 Jahren um einen Kompromiss ringen. Und sagen, natürlich wollen wir, dass die Donau möglichst sauber ist, dass hier Fische leben können, dass hier Kleinlebewesen leben können, dass wir all diese ökologischen Forderungen erfüllen. Aber wir wollen auch, dass diese Bühne erhalten bleibt und dass wir hier den Bürgern dieser Stadt es ermöglichen, sich zu treffen, diese Bühne zu bespielen. Und deshalb freuen wir uns und deshalb ist es auch wichtig, dass nicht wir im Rathaus und nicht der Gemeinderat alleine sagt, ja, das wollen wir so, sondern dass die Bürgerschaft sich mit diesem Thema auseinandersetzt, durchaus kritisch auseinandersetzt, das Pro und Contra abwägt und dann ganz klar sagt, das ist unser Kompromiss, den bieten wir euch an. Und ein Kompromiss ist immer etwas, wo der eine zufrieden ist und der andere nicht. Und dass die Wasserwirtschaft mit dem Kompromiss, den wir jetzt, das muss der Gemeinderat entscheiden, im Herbst auf den Weg bringen, vielleicht doch nicht ganz zufrieden ist, okay, das muss man akzeptieren, aber ich sehe und wir fühlen, dass die Tuttlinger ganz deutlich sagen, wir wollen hier
keine Experimente. Wir wollen jetzt nicht anfangen, hier den Wasserspiegel abzusenken. Wir haben den Donaupark, der ist damals konzipiert worden, genau vor dieser Kulisse. Und das wollen wir erhalten, solange es geht und mit der bestmöglichen Qualität.